Hallo ihr süßen Puppies, ich bin eure Jurassica Parker live aus Berlin und das ist die erste Dschungelnachlese 2016. Natürlich wie immer live aus dem Rauschgold. Ich habe heute meine Co-Moderatorin Gitti Reinhardt in Boydrag hier bei mir auf dem Sofa. Die hat nämlich mit mir zusammen moderiert und es war ein bisschen schwierig, weil die ersten anderthalb Stunden waren wirklich witzig und dann haben sie es aber so in die Länge gezogen. Und dann, damit sie noch mehr Werbung machen können, wir haben uns schon wieder wahnsinnig gelangweilt zum Schluss. Sehr gelangweilt. Aber gut, sprechen wir jetzt einfach mal die neuen Insassen. Rolf Zacher. Der erinnert mich an, wie hieß der nochmal, an dieser Helmut Berger. Helmut Berger. Total an Helmut Berger. Ist das auch scheintot. Scheintot. Total scheintot. Ja. Der Gebiss ständig raus und rein und dann hat er ja irgendwie Schmerzen mit der Prothese. Aber was für Schmerzen hatte der denn? Das hat man nicht verstanden. Er hat so genuschelt. Halt. Da hat er nur gesagt, Ingwer ist ein Antibiotikum. Der ist mit dem Job wahrscheinlich. Der ist mit dem Wolfgang Job. Mit dem Wolfgang Job, die sind beide Bruder und Schwester. Also der Zacher ist für mich schon jetzt sozusagen wie eine Schildkröte, weil das ist ja alles in Zeitlupe. Also der, wie langsam der sich bewegt. Und ne? setzt und die Gabel zum Mund Gott, führt. Ich würde also wahnsinnig für werden für RTL ist es super, weil die, können sie Sendezeit freuen sich. Ja. Genau. Das stimmt. Die wollen ihm beim Essen zeigen, eine halbe Stunde um. Ich habe gerade Insiderwissen erlangt, nämlich hier im Backstage im Rauschgold zieht sich gerade alles Zabel um. Mit aus. Der ich nämlich, gucke mal da. Hallo, Taschen. Um Gottes Willen, so dürft ihr mich nicht sehen. Ja, aber wir müssen es die ganze Zeit. Und der hat nämlich gerade erzählt, der Ades, dass der nämlich vor 10 Jahren hat der mit dem Rolf Zacher zusammen nämlich ein Musical gespielt, das Gabba Gabba Hey. Wie war's mit dem Rolf Zacher, Ades? Naja, vor 10 Jahren war der natürlich besser in Schuss. Aber ungefähr so wie heute. Hm? Ab und zu kam er zu spät und konnte seine Texte nicht, aber egal, war super. Und ist der ein Säufer? Ich würde mal sagen... Gesellig. Könnte gut sein. So ein Gesellschaftstrinker. Gesellig. So, wen haben wir jetzt? Jetzt haben wir erstmal die Natalie Volk. Natalie Volk, die hasse ich wie die Pest. Die Ehrgeizige. Ehrgeizige. Ich habe die schon bei GNTM wahnsinnig verachtet für ihren Charakter. Den sie nicht hat. Den sie nicht hat. Aber sie achtet sehr auf ihren roten Lippenstift die ganze Zeit. Ja, der ist immer super glossy und glänzend. Glossy, glänzende Lippen. Und sie hat natürlich gleich das Zepter an sich gerissen, ist Camp, also es gibt ja 2 Camps diesmal und sie ist gleich die Camp-Präsidentin geworden vom einen Camp. Und hat sich auch gleich angelegt mit der Helena Fürst. Die hat eine wunderschöne Frisur übrigens, die Helena Fürst. Die sieht aus wie Lee von Tic-Tac-Toe. Nur halt in sehr, sehr alt. Sie wirkt auch so lesbisch. Ja, und das wurde ja auch dann, da hat ja dann die Wollersheim, hat ja auch dann gesagt, dass sie mit den Haaren aussieht wie eine Kampflesbe. Und ich finde, die ist wirklich wie eine Lesbe. Ne? Vielleicht ist die wirklich lesbisch. So monoton die ganze Zeit, ja. Also durch die Zähne durch. Ja, und liebe Zuschauer, vielleicht könnt ihr das mal recherchieren im Internet. Und dann könnt ihr unter dem Video mal posten, ob ihr da irgendwas findet, ob die vielleicht wirklich eine Lesbierin ist. Aber die versteht sich fantastisch mit Natalie. Die haben schon auf so einen richtigen Beef gehabt. Super. Ja. Weil die nämlich irgendwie den Schlüpfer von der Natalie irgendwie beglotzt runter... hat. Ja. Ach, die war geil auf Natürlich, die... Natürlich, die hat die doch richtig angeglotzt. Die war geil auf die Natalie. Und Natalie fand's nicht gut. Die hat sich gedacht, scheiße, ich hab die nicht gewechselt. Ich hab nur umgedreht. Ja, genau, schön der Krokantstreifen nach außen. Das krümelt dann ab. So, weiter geht's mit Sophia Wollersheim. Genau. So, zu der muss man nicht viel sagen. Nägel und Titten. Genau, und irgendwann bricht irgendwas ab. Wir also, hoffen darauf. Ich frage mich, wieso hat die sich solche Nägel für den Dschungel machen lassen? Ganz am Anfang mussten sie ja alle essen, alle 12 Insassen. Und die sollte so Kakerlaken essen. Und die hat es ja gar nicht geschafft, mit ihren Nägeln diese Kakerlaken überhaupt zu greifen. Ja, die will ja auch nichts Lebendiges umbringen. Nein, weil sie ist gesagt. Vegetarier und sie kann auch kein töten, Tier. Ja. Sowieso waren sie bei dieser Anfangs-Dschungelprüfung, waren da so viele Muschis mit dabei. Da hat ja kaum jemand mitgemacht. Ja, aber das Muschis ist das richtige Thema, weil der Ortega, der David, der hat ja gesagt, dass die, Dingsbums hat gesagt, wie heißt sie denn jetzt? Sonja Zietlow, die mit dem Fledermausoberteil. Genau, super. Sie hätte ja angeblich Muschi zu ihm gesagt. Ja, hat Weil sie doch auch, nee, oder? Sie hat Mimi gesagt. Ach, Mimi, okay. Sie haben es nochmal zurückgespult, das Band, und haben dann festgestellt, dass es eigentlich nur Mimi war. Er hat sich jetzt auf den Schlips getreten gefühlt und ist total sauer. Der ist sowieso total sauer. Ich finde, der hat so was Aggressives auch. Also der fängt sofort immer an zu diskutieren und so. Kann's nicht. Und der hat ja auch immer wahnsinnig viele Weisheiten heute kundgetan. Ja. Mein liebste Weisheit war heute einmal das mit dem Intelligenz und so. Und dann Sophia Wollersheim, die hat ja schon
eine gewisse psychische Tiefe. Ja. Ne? Oder irgendwie sowas. Immer rein in die Tiefe. Immer schön tief rein in die Tiefe. Das gefällt ihm. Ich muss sagen, optisch ein richtiges Schnittchen. Aber das war's dann leider auch schon. Wenn er den Mund aufmacht, ist vorbei. Brigitte Nielsen hast Brigitte du gesagt. Brigitte Nielsen! Genau, die noch amtierende Bushcamp Queen 2015. Ja. Die kriegt sich ja gar nicht mehr ein, dass sie halt immer noch amtierend ist und auch alles wiedererkennt in dem Dschungel. Ja, weil sie ist super Vollprofi. Und Brigitte, ich muss wirklich sagen, also nicht die Brigitte im Fernsehen, sondern du jetzt, Brigitte. Ja. Die hat heute, also die Nielsen hat heute mindestens 15 Mal was geht los da rein gesagt. Da hat bestimmt ihr Management gesagt, hey, das ist voll dein Satz und so und sagte mal jetzt immer. Drauf. Und da denke ich mir so, Alter, wenn die jetzt die nächsten 15 Tage jeden Tag so viel was geht los da rein sagt, dann reiß ich dir den Kopf ab und scheiß dir in den Hals. Drei Wörter, man kann auch neue drei Wörter lernen, oder? Ja. Irgendwie auf Deutsch. Ja. Irgendwie. Sowas wie, hallo, wie geht's zum Beispiel. Genau, du alte Scheiße. Du alte Scheiße, sind auch drei wunderschöne Wörter. Was uns zum nächsten Kandidaten apropos bringt. Scheiße, ja? Genau. Mr. Helium DSDS Super Vollpfosten. Menderes. Bachi Tambo, irgendwas. Hat es aber heute geschafft. Obwohl alle gewettet haben, dass er es nicht schafft. Er hat die Dschungelprüfung bestanden und alle 6 Sterne fürs Camp pissig gelb. Aber die war auch wahnsinnig langweilig, die Dschungelprüfung. Oh, also lang und langweilig. Also mehr gibt es zu dem nicht zu sagen. Er hat wahnsinnig attraktive, sehr, sehr dünne, sehr weiße Storchenbeine. Ja, also gerade neben diesem Solarium-Opfer Sophia Wollersheim ist das dann doch sehr aufgefallen. Ja. Mehr gibt es zu dem nicht zu sagen. Ich finde ihn ja schon immer beschissen. Machen wir mal weiter. Oh. Oh je. Thorsten Legert. Der Fußballprofi mit dem starken Schuss. Also man kann es nicht anders sagen. Wie eine gespannte Sprungfeder sitzt er in diesem Camp und motiviert alle in Grund und Boden, hat man der das Gefühl. Der ist auf Speed, der ist konstant auf Speed. Also der da sehr irre Augen. Die Zähne kaputt. Der ist nur am Malen die ganze Zeit und guckt mit den Augen so. Und das ist wirklich, also der macht mir wirklich Angst. Und er hat ja auch so gesagt, so Kampfansagen, wir müssen gewinnen und wir sind ein Team. Und, also ich hab Angst. Der macht mir wirklich Sorge. Ansonsten glaube ich, der versteht sich wahnsinnig gut mit diesem neuen Live-Opfer. Mit Jürgen. Die beiden sind Best Friends, das wahre Männerliebe. Naja, schrecklich. Als nächstes geht's mit Ricky Harris weiter. Das wird gleich noch schlimmer. Ricky Harris hat nur, aber ich muss sagen, Ricky Harris hat eine schöne Frisur. Ja, diesen Kranz, den er sich gestrickt hat. Der hat ja oben Vollplatte und dann an der Seite auch so schöne Zöpfchen wie die, wie Fürst. Diese Anwältin der Armen. Als nächstes haben wir natürlich Gunter Gabriel. Okay, also Gunter Gabriel hat gleich am Anfang erstmal beim Umziehen, als er vom Drillinstruktor in die Dschungelklamotten gepresst worden, hat er seine Unterhose gleich präsentiert. Man sah den hängenden Sack in einer ganz geblümten, aus den 70ern, so ein also, toller Slip. Ja, es war aber, es sah aus wie ein Stringtanga fast ein bisschen. Ja, ne? Hintenrum ein ganz bunter, und dann diese ganz labbrigen, langen Männereier hingen dann in diesem Schlüpfer. Bis zum Knöchel. Es war so widerlich. Und dann hat der gleich am Anfang, als sie noch in Sydney waren oder wo die da immer sind, hat er da irgendwie da in den Fluss reingepisst und unter der Dschungeldusche hat er auch gleich da gepisst. Der pisst überall. Ich glaube, der ist inkontinent. Der ist inkontinent und der pisst eigentlich den ganzen Tag. Der markiert. Der markiert sein Revier. Der ist so überall. Eklig. Der hat so ja auch gleich früh morgens erstmal der Fürst auf ihren Bauch gekackt. Ja, und das fand die toll. Ja, da ist die wach geworden und dachte, oh, so wohlig lecker. Warm. Oh, schön, das ist wie ein Peeling. Ich sag dir jetzt schon, das ist ein Grabscher. Das habe ich ja auch schon gestern in meiner Vorankündigung gesagt, das ist ein Grabscher, der hat doch gleich die Wollersheim, der ist doch nur an der Wollersheim dran. Ja, du kommst ja um sie auch schwer rum. Das also, stimmt allerdings auch so wieder. In das Camp. Also. Und die Wollersheim, die hat ja auch dann so ganz viele Sachen in ihren Brüsten versteckt. Ja, also es waren 3 Aale, eine Spinne. Und den Kamelkopf hat sie auch. Den Kamelkopf, 2 Rollen Klopapier und irgendwas anderes. Ricky Harris hat sie da auch reingesteckt. So, weiter geht's. Jetzt geht's mit unserer Jenny weiter. Jenny Wer Elvers. Ist das? Ach, Jenny Elvers. Wer ist das? Das ist eine gute Frage. Also, das ist ja die gerade im Playboy neue Fotostrecke jetzt hat. Es wurde sehr viel Photoshop verwendet. Fast gar nicht. Das ist total natürlich. Die Frau hat wahnsinnige Schlupflider bekommen. Also, es ist ja wirklich, wenn die Augen auf hat. Brüste hat sie auch. Schlupf, ja, bei der schlupft alles. ein gesamter Körperschlupf. Das ist furchtbar. So, und kommen wir auch eigentlich gleich weiter. Die kann man auch einfach ich muss noch was sagen. Ja. Und ich glaube, für
für Jenny Elvers wäre es die schlimmste Dschungelprüfung, das erwähnte ich auch schon während der Show, wenn sie in der Dschungelprüfung ein Glas Wasser trinken müsste. Aber auch für den Zacher und für den Gabriel, ja, eigentlich. Und hier die Lesbe, die wirkt eigentlich auch mal sehr besoffen. Ja, aber die wirkt eher, als ob sie die Palmblätter wegraucht. Die das ganze kann ja. Zeit, ne? Die raucht sowieso sehr gerne. Sie mag die nur quarzen. Und die hat auch so diese monotone Stimme. Und zu der kommen wir jetzt auch noch mal. Ach so, da sind wir jetzt schon. Helena Fürst, ja. Helena Fürst, die Anwältin der Haare. Sie hat neues Haar. Zum neuen Jahr neues Haar. Sie war mit Ricky zusammen beim Friseur. Ja, genau. Und das ist dabei rausgekommen. Im Afro-Shop. Ist toll geworden. Und die Sophia Wollersheim hat gleich gesagt, es steht ihr nicht so gut. Nicht so gut, sie sieht so lesbisch damit aus. Sie sieht so lesbisch. So kampflesbisch auch. Oh. Wahrscheinlich ist sie auch auf Entzug. Die sind ja alle auf Entzug. Alle auf Entzug. Alle auf Entzug. Kommen wir zum Entzug, kommen wir zu Jürgen Milzki. Ja. Zu dem gibt es eigentlich nichts zu sagen, der nervt. Er nervt? Diese pure gute Laune die ganze Zeit, ja. Ja, der passt halt zu dem Thorsten, ne? So wie Arsch. Wer ist das? Na, Thorsten ist dieser, ich bin Ach so, Speed. Ja, ich muss die Namen noch lernen. Ja. Ach, das waren schon alle. Waren es schon 12 Kandidaten? Das ging jetzt aber doch schneller als gedacht. Super. Ihr süßen Mäuse, wenn ihr uns mal live oder mich live sehen wollt, weil oder die Gitti ist jetzt nicht immer mit dabei. Oder die Herrin Deluxe. Ich moderiere es die nächsten 15 Tage durch. Freue ich mich total. Ihr süßen Mäuse, kommt vorbei im Rauschgold jeden Tag ab 20 Uhr. Und wir sehen uns bald wieder. Wenn nicht im Rauschgold, dann im Internet. Bis dann. Tschüssi. Bye. Ta. Sharing is caring.